Hey Janek, Richtig krass. Was denn? Ohne Spaß, weißt du, was mir immer wieder auffällt? Was fällt dir immer wieder auf? Ey, wir sind so gut, wir brauchen immer nur einen Versuch, wenn wir drehen. Ja. Also ein Take, wir nehmen es einmal auf. Ist im Kasten. Perfekt. Ist im Kasten. Perfekt. Wir brauchen nie mehr Versuche. Nee. Und wir sind auch gleich groß in dem Video. Ja, klar. Ja. Also es sieht jetzt hier nur so aus. Also ich meine, wir sind ja auch gleich groß. Wir sind gleich groß. Ja. Das sieht, keine Ahnung, warum das jetzt auch so komisch aussieht. Perfekt. Und weißt du, was mir auch auffällt? Was fällt dir noch beim auf? Drehen? Ja. Wir sind immer richtig konzentriert. Also wir immer. Wir lenken uns nie ab. Nee. Wir brauchen nicht mehr Takes oder so. Nee. Wir lenken uns nie ab. Und verbale Ausbrüche haben wir auch nie. Hä? Nee. Nein. Was? Verbale Ausbrüche? Schlafst du? Hey Leute, was geht ab? Wie offen das geht euch? Damit langt jetzt auch mal. Hey Leute, was geht ab? Wie hoffen, es geht euch gut? Und vor kurzem konnten wir es schon wieder kaum glauben, denn wir haben uns schon wieder verdoppelt. Wir sind mittlerweile über 2000 Boys and Girls. Come on! Bei der Nation. Und wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, klappt nicht immer alles auf Anhieb so, wie ihr es letztendlich in den Videos seht. Versprecher und Abspaßphasen sind nicht auszuschließen. Wir lachen uns beim Schneiden auch selbst immer aus, also wieso solltet ihr uns nicht auch mal offiziell auslachen dürfen? Definitiv. Also holt euch mal ganz gechillt eine Tüte Chips. Mädels ein Glas Sekt. Jungs vielleicht eine Flasche Bier. Lehnt euch einfach mal 5 Minuten zurück und schaut euch einfach mal diese zwei Vollidioten. Richtige Vollidioten. PS, nimmt uns die verbalen Ausbrüche bitte nicht so übel. Es ist Teil unseres Humors. Wer den Humor nicht teilt, we are sorry. Wir möchten natürlich so wenig Chemie wie möglich in uns... Wir möchten natürlich so wenig Chemie wie möglich in unseren Kleidungsstücken. Deswegen auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Die zweite große Veränderung sieht vor, dass jetzt auch Kombinationsprodukte GOTS zertifiziert werden können. Ich habe echt nicht gegrinst. Ich glaube es dir. Dass Plastikflaschen ziemlich kacke sein sollen, das haben wir irgendwie alle schon mal gehört. Aber wieso und warum und weshalb diese Dinger ziemlich cool sind, das checken wir heute mal raus. Die erste Variante war besser. Ja? Ich glaube, du hast dich versprochen. Ja. Okay. In Plastikflaschen... In Plastikflaschen ist beispielsweise BP... Einteil. Wenn man aber bedenkt, dass Baumwollplan... kann Aldi Carp das meistverkaufte Insektizid... Das zweite meistverkaufte. Kann Aldi Carp das... Aldi Carp! Stopp! Aldi Carp! Das drittmeistverkaufte, glaube ich. Nee, das fünft. Das siebtmeiste. Näherinnen leisten oft bis zu 100 Überstunden allein nur um überleben. Überleben, ja. Ganz so lustig ist das Ganze dann zum... Boah, Schüssel. Okay, jetzt habe ich safe. Okay. Dieser Take. Achtung. Und wer dagegen protestierte, wurde zum Teil sofort entlassen, verhaftet oder sogar von... Oh! Puta madre Hurensohn. Und wer dagegen protestierte, wurde zum Teil sofort entlassen, verhaftet oder sogar von... Ich krieg gleich einen Hals, ja. Von bezahlten Schlägern. Und los geht es mit Dopper, eine echt nicer Marke. Unser persönlicher Favorit ist hier die weiße Edelstahlflasche. Kann man das nehmen? Nebenbei auch noch ganz chillig, der Deckel ist auch gleichzeitig noch so eine Art Becher. Also wenn ihr darauf Bock habt, coole Variante. Ja, die Marke wir... Stop. Drop. Es gibt ein Underwear for Hope Programm, mit dem Frauen... Mit dem? Es gibt ein Underwear for Hope Programm, mit dem Frauen aus den Slums unterstützt werden. Es wird digital gedruckt, um Wasserverschwendung zu vermeiden. Und es werden recycelte Plastikflaschen benutzt, um... Fick dich doch! Bei mir geht's weiter mit dem deutschen Unternehmen Mai.
Auch hier werden recycelte und benutzte Stoffe verarbeitet und die Produkte... Zum Beispiel die Kleidungsindustrie, also Fair Fashion, womit wir uns ja hauptsächlich mit euch zusammen... Scheiße. Zum Beispiel die Kle... Zum Beispiel... Zum Beispiel die Kleidungsindustrie, also... Da hab ich da so einen lachenden Olli da hinten sitzen ab. What? Da so einen lachenden Olli da hinten sitzen ab. What? Da so einen lachenden Olli da hinten sitzen ab. Da geht gar nichts. Okay! Abgesehen von der fairen Herstellung ist dem Unternehmen auch der Nachhaltigkeitsaspekt. Der Hersteller gibt dadurch mit... Der Hersteller gibt dadurch mit Langlebigkeit des Geräts und somit gegen... gegen Umweltbelastung. Umweltbelastung. Hast du gerade Musik? Die zweite Alternative. Denn damit gibt man sein Geld aktiv. Warum eigentlich so? Einfach mal ganz gechillt Online-Shops. Nee. Nee, doch nicht. Also würde ich mal sagen. Ich beginne mit dem ersten Shop und zwar Glor. Okay. Aber ich denke, wenn man sich das Logo anguckt und auch die Farbe, dann denkt ihr, was ich meine. In jedem dieser Bereiche gibt es eine echt überschaubare Auswahl und das spricht wieder für den strukturierten Aufbau deiner Mutter. Es geht weiter mit Greenality. Was? Mit Greenality. Könnt doch einfach mal aufhören, so eine Scheiße zu bauen. Geschäftsidee ist aber gerade gebaut, merkst du? Definitiv. Greenality. Und wenn man sich hier ein bisschen umschaut, merkt man eigentlich ziemlich schnell, dass hier mehr der Fokus auf den Boom, Schakalaka. Damit sind wir raus. Damit sind wir wahrscheinlich raus, oder? Ich glaub schon.